Hallo liebe Modellbahnfreunde, hier ist wieder euer CRC. Heute geht es weiter mit dem Projekt der MIA F350 High Lift. Es geht gleich los nach dem Intro. Wie schon zu Anfang gesagt, möchte ich heute zeigen, wie die Karosserie des Damir F350 Highlift geworden ist. Ich muss sagen, es war ein langer Weg, einige Wochen hat es gedauert. Ich hatte viele Probleme mit dem gelben Lack, er deckt sehr schlecht. Die Unterlage muss perfekt weiß sein, damit die Lackierung gut aussieht. Ich finde aber, die Karosserie sieht schon recht gut aus. Es wird also Zeit, dass ich euch zeige, wie sie geworden ist. 3, 2, 1, Trommelwirbel. Na, was sagt ihr? Meines Erachtens ist sie ziemlich gut geworden. Die glänzenden Flächen habe ich mit transparentem Klarlack nachlackiert, um den Lack vor Kratzer zu schützen. Die matten Bereiche habe ich mit mattem Schwarz lackiert. Matt-schwarz sind auch die Scheibenwischer lackiert, die Halterung für die Seitenspiegel und noch ein paar Details, sowie der komplette Innenraum. Die Gehäuse der Seitenspiegel habe ich aber in der Wagenfarbe lackiert. Die Karosseriespalte sind auch geklebt, von Kyosho gibt es diese. Ich finde, sie erhöhen den Detaillierungsgrad der Karosserie deutlich. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch einige Aufkleber angebracht, wirklich nur die Logos, die Aufkleber für die Beleuchtung und die Aufkleber 4x4 an der Pritsche. Ich muss noch überlegen, ob noch Aufkleber drankommen. In den nächsten Wochen werde ich noch Videos von dem F350 Highlift einstellen. Ich habe noch vor, das Modell mit 3D-Druckteilen zu ergänzen. Die Beleuchtung möchte ich auch einbauen, davon aber später. Ich werde auch damit fahren, mal schauen, wie er im Vergleich zum TRX4 Defender abschneidet. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo des Kanals und einen Daumen hoch freuen. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Bis dahin habe ich für euch noch zwei Videos aus dem Projekt. Euer CRC.